ich habe BWL studiert, war gut, hat Spaß gemacht, war spannend, hat ja auch offensichtlich einigermaßen funktioniert. Aber sollte ich jetzt neu jetzt studieren, würde ich wahrscheinlich Computer Science studieren. Die Formel 1 ist zukunftsrelevanter denn je. Wir haben nicht die Ambition, sagen wir 10 Millionen Autos dann zu machen in Wettbewerb mit den großen Volumenherstellern, sondern Mercedes muss für das Besondere stehen. Ende des 19. Jahrhunderts erfinden Carl Benz und Gottlieb Daimler unabhängig voneinander in Mannheim und in Stuttgart das erste Auto. Beide gründen eigenständige Unternehmen, die sich in den nächsten Jahrzehnten zu international führenden Automobilherstellern entwickeln. 1926 fusionierten dann diese beiden Unternehmen zu der Daimler-Benz AG und bildeten damit die Grundlage für eine der größten Erfolgsgeschichten der europäischen Wirtschaftsgeschichte. Heute ist die Mercedes-Benz Group nicht nur einer der ikonischsten Autobauer weltweit, sondern mit über 170.000 Mitarbeitern, einem Umsatz von fast 170 Milliarden Euro und jährlich über 2,3 Millionen produzierten Autos eines der größten Unternehmen in Europa. Seit 2019 ist der in Schweden geborene Ola Källenius CEO dieses Unternehmens. In seinen ersten drei Jahren als Vorstandsvorsitzender steigerte der als sehr ambitioniert und innovativ geltende Källenius den Aktienkurs des Unternehmens um fast 50% und legte wichtige Grundsteine, um Mercedes auch bei Zukunftsthemen wie Elektromobilität und autonomes Fahren als einer der führenden Anbieter in Deutschland und der ganzen Welt aufzustellen. Es ist uns deshalb eine große Ehre, Ola Källenius heute hier bei Young Economist begrüßen zu dürfen, um mit ihm über seinen herausragenden Lebensweg und die Zukunft der Mobilität sprechen zu dürfen. Ola, das war schon mal sehr eindrucksvoll, was wir bis jetzt gesehen haben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und bei Young Economist zu Gast bist. Ja, danke für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein. Gerne. Wir haben viele Fragen mitgebracht, doch wenig Zeit. Deshalb würde ich vorschlagen, beginnen wir doch gleich. Wir hatten vor einigen Wochen bzw. schon Monaten Tim Höttges, das ist der CEO der Deutschen Telekom, zu Gast. Und er hatte uns gesagt, dass 50% seiner Karriere Zufall sei. Wie ist das bei dir? Zu wie viel Prozent ist deine Karriere Zufall? Tim hat wahrscheinlich recht. Ich glaube, es gibt nicht so etwas wie eine Karriereplanung, dass man das sich zurechtlegen kann am Anfang und erst mache ich das und erst mache ich dies und so weiter. So funktioniert es nicht, sondern der Zufall spielt rein, das ist Timing, das ist Glück. Natürlich auch muss man immer sein Bestes geben und zeigen, dass man auch einen Beitrag leisten kann dann im Unternehmen. Aber einen Plan festzulegen, vergiss es, da wird der Zufall übernehmen. Hattest du dennoch irgendwie am Anfang, als du bei Mercedes begonnen hast, den Wunsch, Vorstandsvorsitzender zu werden? Hatte man davon geträumt? Ach, so kann man nicht denken, das glaube ich nicht. Ich war erstmal fasziniert von dem Stern, fasziniert von dem Unternehmen. In meinen ersten dann Monaten natürlich überwältigt, so eine Riesenorganisation und so weiter. Aber dann findet man sich schnell rein und das, was ich besonders interessant fand bei Mercedes, ist, dass obwohl es dann ein Riesenkonzern ist weltweit, dass es trotzdem so vernetzt ist. Und relativ schnell hat man das Gefühl, irgendwie man kennt das Unternehmen und alle kennen alle, auch wenn es nicht direkt so ist. Ja. Das Internationale, das merkt man auch in deiner Karriere. Schauen wir mal in deine Karriere. Du hast angefangen, nach dem Studium direkt für Mercedes in Amerika zu arbeiten. Und dann haben diverse Stationen gefolgt. Und dann warst du in England, im Brixworth, Chef eurer Formel-1-Motorenschmiede. Und deswegen haben wir direkt mal zwei Fragen zum Thema Motorsport mitgebracht, weil wir wissen, das ist ein Thema, was dich interessiert und wo wir auch eine Leidenschaft für haben. Reden wir über die Formel 1. Und zwar war der über Jahre lang das dominierende Team in den Sport. Dieses Jahr sieht es nicht so gut aus, noch kein Sieg. Und jetzt in Spa war es auch nicht so erfolgreich. Was denkst du, wann gewinnt ihr wieder oder ist eure Dominanz vorbei? Also ich fiebere am Sonntag mit und habe auch das Rennen angeguckt. Es gab Phasen, wo der George Russell recht schnell war, aber da war eben leider einer, der ein bisschen schneller war jetzt am Sonntag unterwegs. Was man weiß als Formel-1-Fan ist, über die Jahre, wenn ein Team etwas zu dominant wird, oft ändern die Regeln fundamental. Das ist dieses Jahr passiert und unser Auto, out of the box, ist nicht so schnell gewesen wie mindestens eins oder zwei andere Autos. Daran arbeiten wir und vielleicht macht es dann auch den Sport etwas spannender. Jetzt hatten wir 8 Jahre hintereinander den Titel gewonnen, ist auch historisch unerreicht. Jetzt müssen wir uns wieder anstrengen. Aber das ist ja genau das Spannende mit Sport.
Wann wir wieder gewinnen können, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass alle im Team, inklusive Fahrer, die geben alles. Reden wir generell nochmal über euer Engagement. Wie du schon gesagt hast, ihr wart ja jetzt die letzten Jahre dominant und Formel 1 ist ein sehr teurer Sport. Ihr steckt da viel Geld und viel Ressourcen rein. Warum macht ihr das? Ist das eine Leidenschaft? Ist das der Werbeeffekt? Oder was erhofft ihr euch von diesem sehr teuren Engagement? Wenn man zurückguckt, die Geburtsstunde der Marke Mercedes, dieser Name, es war ja die Tochter von einem Industrialist, der Jelinek. Und er hat gerade bei Gottlieb Daimler, hat er damals bestellt, ja, ein Auto für die Rennstrecke. Er wollte nach Nizza gehen und wollte ein Rennen fahren. Und seine einzige Bedingung war, dass das Auto nach seiner Tochter benannt wird, Mercedes. Mhm. Er ist da angetreten, er hat gewonnen und der Rest ist Geschichte. Und da hat der Daimler gesagt, der Mercedes, der Name ist so gut. Das heißt, wir wechseln von Daimler zu Mercedes. So, wir sind eine Marke, wir sind auf der Rennstrecke geboren. Also es ist Teil von unserer Marken-DNA bei Mercedes. Aber ja, klar, ein Teil ist Brandbuilding, Marketing und so weiter, die Marke präsentieren, und zwar mit dem Produkt, was ja zu dem Produkt, was wir tatsächlich bauen, Autos, passt. Aber manchmal sage ich auch auf Englisch, Formel 1, it's the fastest lab on earth. Es ist ja ein Hightech-Umfeld, wo in einer unglaublichen Geschwindigkeit Innovation entsteht. Und auch wenn man nicht eins zu eins das jetzt in ein Serienprodukt einsetzen kann, man kann von diesem Spirit und von einigen, was da passiert, auch technologisch etwas gewinnen. So Marketing und Technologie. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, siehst du die Formel 1 und den Rennsport generell als essentiellen Teil von dem, was ihr als Unternehmen macht. Und unter dir als Chef wird es auch die nächsten Jahre noch eine wichtige Rolle sein. Das ist Teil unserer Geschichte, Teil unserer DNA. Jetzt entwickeln wir die Formel 1 weiter. Auch die Formel 1 muss dekarbonisiert werden. Daran arbeiten wir. Es kommt ja ein neues Motorenreglement in 2026. Der elektrische Anteil steigert sich. Wir werden auch da Formel 1 nutzen als Labor, um CO2-freie Kraftstoffe zu entwickeln, was wir vielleicht dann nachher für die Flugfahrt und andere Dinge brauchen. So ja, die Formel 1 ist zukunftsrelevanter denn je. Dann haben wir direkt eine Zuschauerfrage. Und zwar haben wir eben darüber geredet, dass du deine Karriere in Amerika begonnen hast, was allein schon sehr spannend ist. Und der Linus Hingst hat genau zu diesem Themenbereich eine Frage. Schönen guten Tag, Herr Keninius. Mein Name ist Linus Sings, ich bin 22 Jahre alt und studiere Politik und Wirtschaftswissenschaften. Zu Beginn Ihrer Karriere waren Sie jahrelang Manager für Mercedes-Benz in den USA. Inwiefern unterscheidet sich dort der Managerstil von dem nun in Deutschland? Hatten Sie damals einen anderen Manager- oder Führungsstil als nun in Deutschland? Das wird mich sehr interessieren. Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich freue mich sehr. Schöne Grüße. Ja, in der Tat, nach meiner Zeit im Daimler Trainee-Programm, damals habe ich gehört, dass wir dieses neue Werk da bauen werden in den USA. Ich wusste zwar nicht, wo es war, und ich habe gedacht, das klingt super spannend, da will ich dabei sein. So, ich habe mich beworben da in der Finance and Controlling Abteilung und bin darüber. Jetzt bin ich ja als Schwede nach Deutschland gekommen. Ich kannte Deutschland und hatte auch viele deutsche Freunde, war oft in Deutschland und so weiter. So, ich schon kannte die Kultur, und die Amerikaner ist selbstverständlich auch eine ganz andere. Man muss sich anpassen und nicht denken, ich kann jetzt nicht die schwedische Kultur mitnehmen in die USA oder hier nach Deutschland, muss man wissen, wo man ist. Aber gleichzeitig muss man ja authentisch bleiben. Jeder hat so seine Persönlichkeit mit Stärken, aber auch mit Schwächen. Und fundamental sich umzustellen und eine ganz andere Person sein, wenn ich jetzt in einem anderen Land, das glaube ich, ist schwierig, das kann man nicht so richtig. Aber man muss auf die kulturellen Eigenschaften achten. Und auch lernen, wie ticken die Leute hier und wie funktioniert es hier. Und dann sozusagen taktisch anpassen, aber trotzdem authentisch bleiben in der eigenen Person. Und hast du da ein konkretes Beispiel, was so ein typischer Unterschied ist zwischen dem Führungsstil oder der Art, wie man Business macht in den Vereinigten Staaten und in Deutschland oder Europa? Es hat sich gewandelt auch über die Jahre. Jetzt beobachte ich das hier fast seit 30 Jahren bei Mercedes. Ich kann nicht sagen, das, was ich kannte bei Mercedes 1993 zu das, was jetzt hier in Stuttgart heute passiert, sind auch zwei Welten. Da hat sich das Unternehmen auch enorm weiterentwickelt. Aber diese Dinge, die man ja hört von den USA, so ein bisschen Can-Do-Attitude, let's go, jetzt machen wir es schnell und vielleicht nicht erstmal bis ins letzte Detail alles diskutieren und argumentieren, bevor man dann anfängt zu agieren, das ist auch so. Ja, das sieht man, wenn man da ist. So da kommt man vielleicht auf unterschiedlichen Wegen zum Ziel,
Man muss nur wissen, wo der Weg hinführt. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Mhm. Ich komme gerne wieder auf deinen Lebensweg zurück. Und zwar warst du ja zunächst erstmal in Brixworth und anschließend bist du dann bist du CEO von Mercedes-Benz in den USA geworden. Danach bist du zurück wieder nach Deutschland und hast hier eine steile Karriere hingelegt, bis du 2015 in den Vorstand einberufen wurdest. Was hat dich damals unterschieden zu den anderen, die nicht in den Vorstand einberufen wurden? Also das muss man ja dann eigentlich den Manfred Bischof fragen, der damals Aufsichtsratsvorsitzender, warum hat er diese Entscheidung getroffen, ist schwer zu sagen. Mhm. Aber wenn wir jetzt gucken hier allgemein im Management, wenn wir Leute auswählen, spielt jetzt keine Rolle, ob das jetzt für eine Vorstandsposition ist oder Middle Management, Upper Management. Was sollte man mitbringen grundsätzlich bei Mercedes, wenn man dabei sein möchte und auch als Entscheidungsträger Verantwortung übernehmen? Man muss auf jeden Fall Offenheit, Neugier, Technologieaffinität, Leadership-Qualitäten, klar, es geht ja nicht nur darum, was man in der Sache macht, sondern hat man die Möglichkeit, auch andere zu begeistern, dass sie dann auch mitmachen und dass daraus ein Team und die gesamte Teamenergie wird dann positiv in die richtige Richtung eingesetzt. Also es sind so Eigenschaften, auf die wir schauen. Und das, denke ich, gilt egal, auf welcher Ebene du bist. Ja. Du musst eine ganze Menge von diesen Eigenschaften haben, weil am 22. Mai 2019 hast du dann schließlich hier den Top-Job bekommen und bist als Nachfolger von Dieter Hetschel CEO geworden von der Daimler AG. Wie war dieser Tag für dich? Hattest du das Ziel, damals an den Ziel oder an den Zenit deiner Karriere angekommen zu sein? So habe ich nicht gedacht. Ich wusste ja schon, weil es bekannt wurde, mehr als ein halbes Jahr, bevor ich die Position übernommen habe, wusste ich, dass das kommt, der Tag. Aber so richtig verstehen, was das tatsächlich heißt, tut man erst, wenn man in dem Job ist. So, man kann versuchen, sich ein bisschen mental da vorbereiten und denken, oh je, dann gibt es keinen, wenn du dich umdrehst, da steht keiner, es bist nur du. Ja. In letzter Konsequenz hast du dann die Verantwortung, auch wenn das Gesamtergebnis ja immer eine Teamleistung ist. Jetzt haben wir damals 300.000 mit Daimler, jetzt Mercedes und Daimler getrennt, so 160.000, 170.000 Leute. Es ist ja eine Teamleistung, aber in letzter Konsequenz bist du verantwortlich. Das realisiert man, glaube ich, erst, wenn man in den Job ist. Ja. Klar hat man vor sowas Respekt. Es ist eine Riesenaufgabe, es ist eine stolze Marke mit einer stolzen Tradition und spannenden Zukunft. Aber dann nach einer gewissen Zeit, vielleicht erst in 3, 4, 5 Monaten oder was auch immer, dann bist du in dem Job drin und das ist dann Herausforderungen, die kommen, Strategien, die entwickelt werden müssen. Dann denkt man nicht so viel mehr darüber nach. Aber es ist in jedem Unternehmen so, es geht ja nicht um die eine Person, ob es jetzt der CEO ist oder sowas. Es geht immer um das Unternehmen als Ganzes. Wir arbeiten für diesen Stern und für eine gewisse Zeit trage ich die Verantwortung, dass wir den Stern in die Zukunft tragen. Ja. Aber trotzdem, wie hast du dieses halbe Jahr genutzt, bevor du dann, bevor der 22. Mai ist, lernt man sich ein, unterhält man sich viel mit seinen Vorgängern oder macht man sich einen Plan, was für ein Stempel man den Unternehmen aufdrücken will, was seine Strategie ist. Wie viel Gedanken hast du dir gemacht, bevor dieser Tag gekommen ist? Ich hatte einen Vorteil, weil ich war, bevor ich diese Rolle übernommen hatte, hatte ich ein anderes Vorstandsressort, Forschung und Entwicklung. Da hat aber mein Nachfolger dort schon etwas früher übernommen. So, ich hatte in der Tat 3, 4 Monate, wo ich mich wirklich vorbereiten konnte. Und die Zeit habe ich genutzt, um im Unternehmen unterwegs zu sein und mit allen möglichen Entscheidungsträgern im Unternehmen zu reden. Was bewegt die gerade? Was sind die Chancen? Was sind die Herausforderungen? So, da habe ich eine kurze Zeit gehabt, wo ich sozusagen keinen Dayjob hatte, wo ich jeden Tag in irgendwelchen Meetings sitzen musste, sondern da konnte ich mich ein bisschen mehr vorbereiten. Ja. Das hast du eben gerade schon gesagt, den Ersten, den man in die Verantwortung zieht, bist du und hinter dir steht sonst keiner mehr. Und als du ja der CEO wurdest, wurdest du über Nacht auf einmal Chef von über 300.000 Mitarbeitern. Was macht das mit dir? Hat das schlaflose Nächte ausgelöst? Wie geht man mit so einem Druck um? Keine schlaflose Nächte, aber Respekt vor der Aufgabe. Aber gerade sind es ja diese 300.000 Menschen und das Managementteam drumherum, das ist ja die Stütze. Ja, es ist ja so, es ist ja ein Teamsport, ein Unternehmen ist Teamsport. Du spielst ja nicht Tennis alleine irgendwie und gehst da raus und musst jede einzelne Entscheidung dann selber treffen, sondern bist in einem Teamsport.
Und weil wir über die Jahrzehnte, Jahrhundert plus so ein starkes Gerüst, wir haben eine Kultur, wir verstehen, was wir wollen, wir wissen, wofür der Stern steht, wir wissen, sagen wir mal, grundsätzlich, wo wir hinwollen, und wir haben ein extrem kompetentes Team mit Pioniergeist, das ist die Stütze. Also ist man da nicht alleine, auch wenn man in letzter Konsequenz als CEO die Verantwortung tragen muss. Reden wir über ein Thema, für das du auch als CEO zumindest zur Rechenschaft gezogen wirst, und zwar euren Aktienkurs. Wir haben es ja in einem kleinen Intro gesehen. Seitdem du hier Chef geworden bist, hast du da eine ganze Menge getan. Euer Wert hat sich um knapp 50% oder der Aktienwert hat sich um knapp 50% erhöht. Die Frage, die wir uns als Laien stellen, ist, wenn man sich eure Marktkapitalisierung anschaut, die liegt so bei 68 Milliarden, als ich die Fragen vorbereitet habe. Und dann schaut man nach Amerika, zum Beispiel zu Tesla, und die haben knapp 700 Milliarden, obwohl ihr mehr Autos verkauft und viel mehr Erfahrung habt. Woran liegt das, und hast du manchmal morgens Angst, dass Elon Musk sagt, er möchte euch kaufen? Jetzt rede ich ja mit Young Economists hier, ja. Leute. Also weiß ja jeder, dass der theoretische Aktienkurs sollte ja alle zukünftigen Cashflows diskontiert auf dem heutigen Tag sein. Ja, ja. Also die Schwarmintelligenz des Finanzmarktes hat dann entschieden, dass es dann 60, 70 Milliarden ist. Erste Ansage ist, glaube ich, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Nein, glaube ich nicht, sondern ich glaube, wir haben enorm viel Potenzial. Was man aber sieht im Finanzmarkt für sagen wir mal, etablierte Automobilhersteller und auch in anderen Industrien, ist, wir sind ja eine Industrie, die ja in einer fundamentalen Transformation ist. Wir bewegen uns Richtung dekarbonisiertes Fahren, also Zero Emission Cars, elektrische Autos. Wir revolutionieren die Softwarearchitektur der Autos, die werden sehr viel mehr können. Also ist das hier die Dekade der Transformation. Transformation heißt aber auch Unsicherheit. Ist derjenige, der vorher erfolgreich gewesen, wird er auch morgen erfolgreich sein? Kommen neue Challenges rein, übernehmen die? Diese Unsicherheit spürt man auch im Finanzmarkt. Da kriegst du dann als etablierter Hersteller kein Benefit of the Doubt. Mhm. Vielleicht eine Startups und so weiter, die sagen, ja, nur weil ihr das sagt, glauben wir euch, dass auch morgen ist die Zukunft rosig und ihr werdet tolle Produkte haben und viel Geld verdienen. Sondern das muss man sich sozusagen wieder erarbeiten. Mhm. Und das wird durch diese Transformation unsere Aufgabe sein, zu sagen, können wir als vollelektrisches Unternehmen genauso profitabel sein, wie wir waren, als wir voller Verbrenner gesetzt haben. Ja. Werden wir den Sprung des fantastischen digitalisierten Fahrzeugs schaffen? Sind wir da mit vorne oder schaffen es nicht und so weiter? Daran arbeiten wir, diese Proofpoints jetzt in den nächsten Jahren während dieser Dekade zu liefern. Und dann bin ich ganz sicher, dass da mehr Potenzial im Aktienkurs ist. Das heißt, du denkst, der Gap quasi in eurer Bewertung zu der Bewertung zum Beispiel von Tesla ist, dass der Markt mehr Vorschussvertrauen in die Startups steckt und euch nicht genug vertraut, dass ihr diese auch in der Mobilität der Zukunft ganz vorne dabei sein werdet, wie ihr es jetzt gerade seid, oder? Was mich zunächst freut, ist, dass die Summe aller Marktkapitalisierungen für das Geschäft individuelle Mobilität als sehr hoch angesehen wird. Das ist ein Zukunftsgeschäft. Wir werden zukünftig uns nicht weniger bewegen wollen, sondern mehr bewegen wollen. Aber dann CO2-frei, intelligent, sicherer, vernetzt und so weiter und so fort. Das ist gut. Jetzt müssen wir daran arbeiten, wie man die Verteilung dieses Gesamtwertes zu unseren Gunsten verändert. Ja. Das ist die Aufgabe. Und das ist dein Job? So würdest du. Das ist mit mein Job, ja. Eine Möglichkeit, wie die Verteilung in guter Richtung zu euch geht, hast du vielleicht schon vor ein paar Monaten vorgestellt. Und zwar habt ihr ein Auto euch vorgestellt, das 1000 Kilometer mit einer Ladung gefahren ist, von Stuttgart bis nach Südfrankreich. Wie lange dauert das noch, bis ich als Privatperson zu meinem Händler des Vertrauens gehen kann und mir so ein Auto leisten bzw. kaufen kann?
Dieses Projekt haben wir ganz bewusst 18 Monate da davor als Challenge an die Ingenieurinnen und Ingenieure gegeben. Da haben wir gesagt, könnt ihr ein Auto bauen, aber ein richtiges Auto, nicht irgendwie etwas, was sozusagen so klein ist, dass keiner da drin sitzen kann oder so. Ein richtiges Auto mit einer, in Anführungszeichen, normalen Batterie von der Größe her, also nicht überproportional großen Batterie, was wirklich tatsächlich real 1000 Kilometer fahren kann. Das war so Challenge an das Team. Und die haben ja selbstverständlich gesagt, Challenge accepted. War ein Team hier aus Leuten hier Stuttgart und Sindelfingen, wo wir die Entwicklung haben. Aber da waren übrigens auch die Formel 1-Kolleginnen und Kollegen dabei. Es war gemeinsam gesagt, das können wir. Was ist die Botschaft dieses Autos? Die Botschaft ist in der Elektromobilität, Effizienz ist die neue Währung. Weil Effizienz ist Reichweite, aber Effizienz ist dann auch Kosten. Wir wissen, dass die Batterien sehr teuer ist. Entweder kann ich dann 1000 Kilometer fahren mit der gleichen Batterie wie vorher. Oder ich kann dann die Batterie, wenn ich nicht 1000 Kilometer brauche, vielleicht reicht dann auch 500, kann ich die Batterie kleiner machen, ressourcenärmer und auch kostengünstiger. So, wir wollten beweisen, dass es geht. Das haben wir mit diesem Forschungsauto gemacht. Aber damit das nicht nur Zukunftsmusik ist und irgendwann mal passiert das, haben wir parallel sichergestellt, dass die Autos, die wir jetzt in Serienentwicklung haben, die was ich in 2-3 Jahren kommen, 24, 25 und so weiter, dass einige der Technologien aus dem EQXX finden wir schon in diesen Autos. Spannend. Das heißt, wir werden da einen sehr positiven Effizienzsprung erleben. Ja. Und bessere Reichweiten, niedriger Verbrauch, dann besser Total Cost of Ownership für den Kunden. Vielleicht sind dann mehr Features in dann den Serienautos, die auf die Straße kommen. Und jedes Feature hat ja auch irgendwie einen Energieverbrauch. So ist es nicht ganz dann auf dem Niveau vom EQXX, aber es geht in die Richtung. Ja, wenn wir uns die Entwicklungen anschauen, oder anders gefragt, wann gibt es mehr von euch produzierte elektrische Autos als die Verbrennerautos? Wir haben gesagt, dass bis 2025, dass wir vielleicht bis zu 50%, was wir xEV nennen, das wären batterieelektrische und Plug-in-Hybride, aber Plug-in-Hybride mit längerer Reichweite, so plus minus 25, 26, und da könnte vielleicht dieser Crossover-Punkt sein. Muss gucken, wie schnell sich der Markt entwickelt, das weiß man nicht immer genau. Klar, hängt auch ein bisschen von Ausbau Ladeinfrastruktur und andere Dinge an, aber ambitioniertes Ziel. Und dann haben wir gesagt, weil wir wollen den Weg in die Zukunft beschleunigen, dass wir wollen in der Lage sein, bis Ende der Dekade, bis 2030, Märkte zu 100% mit batterieelektrischen Fahrzeugen zu bedienen. So industriell und auch Produktportfolio werden wir in dieser Dekade komplett unser Produktportfolio drehen und in der Tat alle neue Fahrzeugarchitekturen, und in der Automobilindustrie lebt eine Architektur so vielleicht 10 Jahre, alle neue Fahrzeugarchitekturen, die ab 25 neu in den Markt kommen, die werden electric only sein. Das heißt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wo du irgendwann mal auf der anderen Seite landest. Und ob es jetzt 2030 ist oder 2030 plus X, das werden wir sehen. Wenn ihr mich vor 3-4 Jahren gefragt hättet, ist das X eher 1 oder 9, also 31 oder 39, hätte ich damals gedacht, eher Richtung 39. Heute denke ich, dass es deutlich näher eins sein wird. Wenn man dir so zuhört, wirkt es so, als wäre für dich und für euch die Technologiefrage schon entschieden. Also es geht voll auf Elektro, solche Themen wie Wasserstoff, Ecofuels, klassische Verbrenner, die effizienter werden. Das ist durch. Das heißt, Mercedes ist in 30, 40, 50 Jahren, wenn wir weiter in die Zukunft schauen, 100% elektrisch, oder wie siehst du das? Als eine technologieorientierte, sagen wir mal, ingenieursgetriebene Organisation musst du immer offen sein. Also Technologieoffenheit ist, sagen wir mal, so ein Grundprinzip. Nie dogmatisch denken, immer nur denken, wie löse ich meinen Kunden-Use-Case und wie löse ich das am besten für den Kunden und auch zu den besten Kosten und so weiter und so fort. Da wir ja, was die Transformation oder Dekarbonisierung betrifft, reden wir über eine Energiewende. Wir ersetzen den fossilen Energieträger durch Energie, die ja dann nicht von fossilen kommt. Also liegt es auf der Hand, dass Elektrizität in letzter Konsequenz, dass man einen Elektromotor hat. Und jetzt reden wir darüber, okay, welchen Zwischenspeicher habe ich? Ist mein Zwischenspeicher eine Batterie? Ist es vielleicht Wasserstoff, kann ich als Zwischenspeicher?
Oder mache ich den ganzen Weg, dass ich tatsächlich einen synthetischen Kraftstoff erstelle als Zwischenspeicher, um dann wieder zurückkommen zu dem Verbrennungsmotor? Für Pkw, auf jeden Fall in dieser Dekade, glauben wir, dass der Mainstream ist die Batterie. Warum? Mhm. Weil der Wirkungsgrad von Energiequelle zum Rad der beste ist, energetisch. Okay. Also vom Windrad zum Rad am Auto, also nur jetzt pauschal, ist der Wirkungsgrad energetisch bei einem batterieelektrischen Fahrzeug vielleicht um die 70%. Bei der Brennstoffzelle, weil ich ja Umwandlungen habe, Elektrolyse etc. und dann wieder Zurückumwandlungen, landet man bei einem Wirkungsgrad von vielleicht 20-25%. Und wenn man dann den ganzen Weg gehen würde zu dem synthetischen Kraftstoff, wo man dann ja nachher am Ende ja wieder einen Verbrennungsvorgang hat, der an sich ja nur einen Wirkungsgrad hat von 30-40%, dann landet man in der Tat in der ganzen Kette bei einem Wirkungsgrad von vielleicht 10, 11, 12, maximal 15%. Mhm. Und dann sieht man, ja, welches wird wohl günstiger sein. Ja. Beziehungsweise die E-Fuels sind ja lokal nicht emissionsfrei. Sondern da muss man dann wieder CO2 aus der Atmosphäre rausholen und so weiter. Und die sind nicht lokal. So, die E-Fuels brauchen wir aus unserer Sicht für Luftfahrt, vielleicht schwere Schifffahrt und so weiter, wo wir keine anderen technischen Alternativen haben. Wasserstoff, sehr interessant, wird ja ein Energieträger der Zukunft sein, keine Frage. Das sehen wir bei vielleicht Anwendungsfällen, wo man mehr Energie braucht, schwere Nutzfahrzeuge, vielleicht manche Bus-Applikationen und so weiter. Deswegen, die Kolleginnen und Kollegen bei Daimler Truck arbeiten ja daran weiter. Wer weiß, vielleicht gibt es da zukünftig auch Pkw-Applikationen, müssen wir sehen. Also momentan, hier in der Kurz-Mittelfristzeit nicht. Also ist jetzt zunächst mit Elektrizität als die Power, ist es das batterieelektrische Fahrzeug. Das nächste große disruptive Thema neben der Elektromobilität ist das autonome Fahren, was euch sehr beschäftigt. Ich habe vor ein paar Monaten bei dir auf LinkedIn einen Post gesehen, wo ihr ganz stolz wart, dass ihr als erster deutscher Hersteller die Zulassung bekommen habt, ich glaube in der S-Klasse und EQS ein System zu verbauen, wo man zumindest schon teilautonom mit auf den deutschen Straßen fahren darf, Stand heute und sowas bei seinen Händler kaufen darf. Wie siehst du die Mobilität bezüglich diesem Thema in 30 Jahren? Fahren Leute dann noch selber Auto oder wird jeder nur noch in seinem autonomen Auto durch die Gegend gefahren? Das ist unglaublich spannend. Das ist vielleicht sogar die spannendste Entwicklung, die wir überhaupt erleben als Teil von dieser Transformation. Jetzt arbeiten wir ja an sogenannten Fahrassistenzsystemen seit über 20 Jahren. Und für die längste Zeit sind das sozusagen die kleinen Engel im Hintergrund, die, wenn man in einer kritischen Situation kommt, dann hilft die Technik und rettet einem von einem potenziellen Unfall oder irgendetwas. Also diese kleinen Engel, man ist saufroh, dass man die hat. Hoffentlich braucht man die nicht, aber die sind da. Jetzt sind wir aber an einer Schwelle, dass die aktiv mithelfen oder gar übernehmen. Also der Computer übernimmt. Das war ja unsere Zertifizierung für das erste Level 3 Fahrzeug, also sagen wir mal Production Vehicle weltweit. Und da kann ich in der Tat, jetzt ist das Gesetz bis zu 60 km/h im Verkehr auf der Autobahn, da drücke ich auf den Knopf und das Auto fährt von sich. Und das Auto, der Computer ist dann verantwortlich, nicht mehr der Fahrer. Dann bekomme ich als Fahrer das größte Geschenk zurück überhaupt, nämlich Zeit. Und ich kann anfangen zu entscheiden, was ich mit dieser Zeit mache. So das, wenn das jetzt sozusagen von mir aus die erste Fahne ist auf dem Mond, jetzt haben wir bewiesen, es geht. Jetzt geht es darum, es zu breiter zu machen und in mehr Situationen anzubieten. Und da glaube ich, wird extrem viel passieren hier in den nächsten Jahren, definitiv innerhalb dieser Dekade. Wann dann alle Autos komplett autonom fahren, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wir werden so einen schrittweise und vielleicht ist so, macht ja auch Spaß, Auto zu fahren, aber vielleicht hat man einen langen Arbeitstag gehabt, man ist richtig müde und wenn man dann auf den Knopf fahren kann und das Ding fährt einen nach Hause, ist ja auch was Schönes. Also es geht auch da, der Mensch ist das Maß aller Dinge, wie können wir das Leben der Menschen sicherer machen, besser, bequemer etc. Und trotzdem hat das Thema ja super viele Implikationen. Zum einen ist die Frage, ich meine, wir haben eben über individuelle Mobilität geredet. Autos stehen ja, also es sind ja eigentlich keine Fahrzeuge, sondern Standzeuge. Ich weiß nicht, 70% der Zeit steht ein Auto wahrscheinlich rum. Durch autonomes Fahren etc. wird es dadurch nicht immer überflüssiger, dass ich als Individuum ein Auto besitze und während solche Modelle wie Carsharing nicht immer attraktiver. Und wir sind ja auch ein Karriereformat. Du hast eben darüber geredet, es ist vor allen Dingen eine technische Programmierfrage. Sind die Leute, die ja meistens sucht momentan, mittlerweile gar nicht mehr Ingenieure, sondern Programmierer? Wie würdest du diese beiden Themenfelder bewerten?
Also dass das Thema Shared Mobility ein Wachstumsgebiet ist, das ist klar, dass verschiedene Geschäftsmodelle um Shared Assets herum, das wächst, klar. Wobei, wenn ich jetzt eine Analogie mache, jetzt bin ich gerade hier und ich bin ja nicht in meinem Haus, aber es wohnt auch kein anderer in meinem Haus tagsüber, wenn ich nicht da bin, sondern auch das ist dann ein Standhaus. Ja. Ich denke, dieses Thema, die selbstbestimmte individuelle Freiheit, das Geschenk unserer Gründerväter und auch irgendwie ein Raum, der mein Raum ist. Und gerade vielleicht in den letzten 2,5 Jahren mit der Pandemie hat man wieder schätzen lernen, wie ein für mich definierter Raum, in dem ich bin und sein kann, wie wichtig der sein kann. Also wir glauben ganz klar, dass die selbstbestimmte individuelle Mobilität, die wird es auch in Zukunft geben. Auch wenn verschiedene Varianten von Shared Mobility auch wachsen werden. Werden beide wachsen. Aber das eine wird nicht abgeschafft. Und schon gar nicht in dem Premium-Luxury-Segment, wo man sich dann vielleicht leisten kann, nicht in der Wohngemeinschaft zu wohnen, sondern in einem eigenen Haus oder in einer eigenen Wohnung oder aber ein eigenes Fahrzeug zu haben. Was brauchen wir für Profile? Wir brauchen alles. Ja? Wir brauchen hier Young Economists, wir brauchen Leute, die Jura können, wir brauchen Ingenieurinnen und Ingenieure. Das Fahrzeug ist nach wie vor ein physisches Produkt. Das heißt, wir brauchen auch nach wie vor Maschinenbauer, wir brauchen Elektroingenieure und, und. Aber ganz richtig erkannt, das, was am schnellsten wächst, also wenn ich jetzt einen Tipp geben würde, was sollte man studieren, wenn man Jobgarantie in der Autoindustrie haben möchte, dann wäre das Computer Science, Informatik. Und wenn man dann auch programmieren kann, schick uns den Lebenslauf. Das wird bestimmt der ein oder andere tun. Ein weiteres Zukunftsthema bzw. eine weitere zukunftsweisende Entscheidung hattest du im Mai in Monaco vorgestellt. Und zwar hattest du dort die Unternehmensstrategie vorgestellt und den Leuten gesagt, dass du die Marke Mercedes immer mehr als Luxusmarke etablieren willst. Und in Zukunft sollen 75% der neuen Investitionen ins obere Preissegment fließen. Und die Einsteigermodelle von der A- und B-Klasse sollen wahrscheinlich ganz wegfallen. Wie möchtest du also quasi der Bernard Arnault der Automobilbranche werden und willst du quasi die Mercedes als Louis Vuitton der Autowelt etablieren? Wie kann ich das verstehen? Wir sitzen ja jetzt gerade hier in Stuttgart unter Türkheim und 5 Minuten von hier ist das Museum von Mercedes. Ich weiß nicht, ob wir die Chance haben. Da waren wir gestern schon mit dem Team. Ja, ist ja so ein bisschen wie Guggenheim. Man läuft ja da durch die Dekaden. Ist ja eigentlich fast ein Museum der Weltgeschichte, aber erzählt durch das Auto. Was man sofort erkennt, von Anfang bis Ende, ist, Mercedes stand immer für Innovation, natürlich Sicherheit, Qualität, Langlebigkeit und so weiter, für Innovation, Spitzentechnologie, aber stand immer auch für das Besondere. Das sind ja fast wie Kunstwerke, die da stehen, wo man sagt einfach, wow, Ästhetik und so weiter. Das war immer Herz und Verstand, beides, Emotion und Intelligenz. Das ist der wahre Kern von Mercedes. Also wir wollen den modernen Luxus, den Zeitgeist-Luxus, den wollen wir definieren. Wir sind kein Volumenhersteller. Wir haben nicht die Ambition, sagen wir 10 Millionen Autos dann zu machen in Wettbewerb mit den großen Volumenherstellern, sondern Mercedes muss für das Besondere stehen. Das ist ganz klar. Also ist die Strategie, den wahren Kern von Mercedes zu pflegen und zu weiterentwickeln. In diesem, was wir Entry-Luxury-Segment nennen, also da, wo man die A-Klasse, B-Klasse, CLA, GLA und so weiter kennt, haben wir ganz klar gesagt, wir werden nicht aussteigen aus Entry-Luxury, weil für junge Leute wie ihr fängt dann den ersten Job an, man fängt an Geld zu verdienen und so weiter, springt man womöglich nicht gleich in eine C-Klasse oder eine E-Klasse, weil das finanziell unerreichbar ist. Das heißt, diese einstiegsattraktiven Autos wird es geben, aber etwas weniger. Okay. Wir gehen von 7 Modelle auf 4 Modelle und es werden 4 super attraktive Hightech-Modelle sein. Lasst euch überraschen. Die ersten Autos der nächsten Generation kommen dann Ende 24. Aber das größte Wachstumspotenzial sehen wir in dem, was wir nennen Core Luxury und Top-End Luxury, wo wir der Marktführer sind mit S-Klasse, mit den SUVs, mit AMG, mit Maybach, mit G und so weiter. Da ist sehr viel Chancen drin, auch für profitables Wachstum und unser Home-Turf, wenn man so will, ja, diesen Home-Turf wollen wir ausbauen.
Also Mercedes war ja so eine alte deutsche Traditionsmarke und man konnte sich auch aus der Mittelschicht dieses Auto leisten. Ist es nicht schade, wenn sich nur noch die Gutverdiener das Auto leisten können? Oder sagtest du auch gerade, dass sich auch die Mittelschicht weiterhin das Auto leisten kann, nur nicht also so Entry-Luxury-Modelle wird es nach wie vor geben. Okay. So ist es nicht so, dass wir da einen Cut machen und alles, was wir da die letzten 20 Jahre gemacht haben in diesem Entry, wird es nicht mehr geben. Die Autos, die wir da machen, werden innerhalb ihres Segmentes natürlich eher nach oben positioniert sein, aber es war immer so. Okay. Bei Mercedes, ja, man zahlt ein bisschen mehr, aber man bekommt auch mehr. Ja? So segmentgerecht gucken wir nach oben, aber wir verlassen nicht dieses Segment. So für alle Young Economists, es wird eine Einstiegsdroge bei Mercedes nach wie vor geben und da kann man dann zuschlagen. Du hast gerade gesagt, man bekommt auch ein bisschen mehr und ich habe gerade eine Zuschauerfrage im Chat bekommen, die da perfekt zupasst. Und zwar ist die Frage, warum ist Mercedes für dich die beste Automarke der Welt? Weil Mercedes wie keine andere Marke diese Symbiose zwischen Spitzentechnologie, Innovation, aber auch die ästhetischen Qualitäten, die Emotion, dass auch wenn man nichts über Autos weiß, und man setzt sich in einen Mercedes rein oder man fährt mit blind. Also irgendwie alles stimmt. Fahrwerk, Geräuschniveau, wie das Ding funktioniert, die Sicherheit und. So man hat wirklich das perfekte Angebot Luxury plus Tech. Das ist Mercedes. Sehr schön. Ich habe eine letzte Zuschauerfrage und zwar fragt Larissa, Valentin aus Mainz, hat eine gesellschaftliche Frage. Hallo Herr Källenius, ich bin Larissa Valentin, bin 20 Jahre alt und studiere Wirtschaftspsychologie. In einem vorherigen Interview hatte Telekom-CEO Tim Höttges erwähnt, dass er die Marke Made in Germany bröckeln sieht und dass Deutschland oft zu selbstgerecht geworden sei. Auch wenn man einen momentanen Blick auf die Außenhandelsbilanz wirft, sieht es nicht gut für uns aus. Gerade in den letzten Monaten und das ausgerechnet bei dem ehemaligen Exportweltmeister Deutschland. Meine Frage an Sie ist daher, ob Sie unseren Wohlstand in Gefahr sehen und wie die Zukunft für uns aussehen wird. Vielen Dank für Ihre Antwort und schöne Grüße aus Mainz. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das habe ich auch gesagt, als Qualität jetzt auch für Führungskräfte. Wenn man eine sehr lange Geschichte hat und man war in der jeweiligen Branche sehr erfolgreich, du darfst dich nie ausruhen und denken, ich habe es geschafft als Unternehmen und Markt und so weiter und jetzt kann ich mich ein bisschen ausruhen. Das erlaubt der intensive weltweite Wettbewerb absolut nicht. Also muss man sich permanent neu erfinden. Und dieser Pioniergeist eigentlich von Gottlieb Daimler und Carl Benz, ich meine, die haben ja das Auto erfunden, die haben ja die Welt verändert, eine ganze Branche gegründet. Diesen Pioniergeist muss man erhalten. Darum geht es. Das ist das, was wir versuchen bei Mercedes. Wir sind ja ein global etabliertes Unternehmen, wir sind überall. Made in Germany, darüber sprechen wir seit lange nicht mehr, sondern wir haben ja auch Fabriken auf der ganzen Welt, sondern wir sagen ja Made by Mercedes. Aber der kulturelle Kern und von mir auch aus der Engineering-Kern ist hier in Deutschland. Und wir haben Top-Ingenieurinnen und Ingenieure, die auch die Zukunft mitgestalten wollen. Wir ergänzen das allerdings mit Teams. Zweitgrößter Entwicklungsstandort mit Tausenden von Menschen ist Bangalore in Indien. Wir sind in den USA, natürlich Silicon Valley, aber auch für Cloud Computing in Seattle und anderen Stellen. Wir wachsen enorm mit unserer Entwicklungsmannschaft in China. Wir sind in dem Tech-Cluster in Tel Aviv in Israel, wo unglaublich viele Startups und so weiter. So als globaler Akteur muss man sozusagen den Innovationspool und den Talentpool weltweit für das Unternehmen einsetzen. Und wenn man das gut macht und man zusammenspielt als ein Team, dann ist sozusagen engineered in Germany, invented in Germany, kann auch zukünftig extrem erfolgreich sein. Aber nichts ist selbstverständlich. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen die besseren Ideen haben und wir müssen kreativer sein. Und trotzdem nehmen die Herausforderungen ja zu und ihr auch als Unternehmen mit vielen Standorten in Deutschland seid ja von den politischen Herausforderungen, geopolitischen Herausforderungen nicht ausgenommen. Ich meine Supply Chain Probleme, Energiepreise, Steuerrecht, das sind ja alles Themen, die euer Geschäft und euren Profit maßgeblich tangieren. Und hast du das Gefühl, dass wir da als Land gut aufgestellt sind oder
Braucht es da Veränderungen, zu denen Tim ja aufruft, auch in der Mentalität vielleicht? Das Umfeld, besonders in den letzten 2-3 Jahren, mit allen möglichen, von Covid-Krise bis zu Krieg in Ukraine und alles, was da passiert, das Umfeld ist schwieriger geworden, ganz klar. Aber auch damit muss man dann als Unternehmen umgehen. Was wir brauchen als Land, als ökonomische Region, EU, auch im Wettbewerb zu USA und zu China, sind ja die drei großen Wirtschaftsregionen, die hauptsächlich miteinander in Wettbewerb stehen. Wir brauchen unternehmerisches Denken, wir brauchen Geschwindigkeit. Ganz besonders in unserer Branche, weil wir reden ja hier von einem Systemwechsel, worüber reden wir mit der Politik? Aber die Politik agiert auch, ist Ausbau Ladeinfrastruktur, Vorantreiben der Energiewende. Das sind die Dinge. Das sind, wenn wir das schnell hinkriegen, dann können wir technologisch vorne sein. Wenn man grundsätzlich etwas entbürokratisiert, das ist ja auch immer so eine Debatte in Europa, das würde sicherlich auch nicht schaden. Weil die anderen, die werden nicht auf uns warten, sondern wir müssen die Speed mitgehen können oder schneller laufen können. Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und es war super eindrucksvoll. Vielen Dank schon mal für deinen Einblick. Man merkt wirklich, dass du richtig für diesen Konzern brennst und dass du, glaube ich, eine ganze Menge unseren jungen Zuschauern uns auch selber mit auf den Weg gegeben hast. Und wir haben eine Frage, die haben wir den 52 Gästen vor dir allen gestellt, die so ein bisschen wie ein roter Faden sich durch unser Programm zieht. Und zwar bitte ich dich zum Schluss, dich nochmal in unser Alter zu verrückt versetzen. Also als du 20, 21, 22 warst, mit der ganzen Lebenserfahrung, die du jetzt gesammelt hast, was wären so die drei Tipps, die du deinen 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben würdest? Erstens, ihr seid die Zukunft. Glückwunsch. Ja, so macht euch darüber keine Sorgen. Ihr könnt euer Leben selber gestalten. Natürlich, wir haben es am Anfang gesagt, mindestens 50% ist sowieso Zufall. Deswegen würde ich auch in so Sachen Karriereplanung und so weiter, entspannt euch. Lass es laufen, aber gib dann auch alles. Gib auch alles. Sei open-minded, in allen Richtungen, vielleicht auch in andere Länder gehen und so weiter. Neugierig sein und Ambition paaren, aber nie vergessen, dass Unternehmertum ist Teamsport, also es geht nicht nur um mich, es geht um uns als Gesamtes. Und ich habe es vorher gesagt, ich habe BWL studiert, war gut, hat Spaß gemacht, war spannend, hat ja auch offensichtlich einigermaßen funktioniert. Aber sollte ich jetzt neu jetzt studieren, würde ich wahrscheinlich Computer Science studieren. Sehr schön. Das sind sehr, sehr gute Schlussworte. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und den Einblick in der kurzen Zeit uns gegeben hast. Mir hat das auf jeden Fall viel gebracht und danke dafür. Viel Erfolg dir und deinem Team. Ich danke.